Leute, was geht? Ich bin gerade am Vorproduzieren und ihr seht schon, ich spiele Rocket League seit Swipe und deshalb, es könnte sein, dass es im Hintergrund Geräusche sein und ein bisschen, was ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Mann, 1-0. Ach, jetzt treffe ich von da. Das ist eine spezielle Situation, wo ich immer treffe. Immer. Und dafür muss man einfach Boost gedrückt halten und nach vorne steuern. So triffst du in diese Situation immer. Probier's aus. Ich lüge dich nicht an. Ey. Was für Eigentor, Digga. Ja, komm, komm. Yes! 2-2, na, und es sind noch 18 Sekunden zu spielen. Oh mein Gott! Seit wann geht das? 3-2. Jetzt kommt auch noch 4-2. Boom! Gewonnen. So, jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder ein Hintergrundgeräusch. So, dann starten wir. Ich weiß natürlich jetzt, wie das geht. Freundschaftsspiel. 1 vs. 1. Wenn ihr 2 vs. 2 sehen wollt, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich werde sie mir ansehen. Weil ich bekomme ja Nachrichten rein, wenn jemand Kommentare schreibt. Aber das wird nervig, wenn ich auf einmal 3 Millionen Abonnenten oder vielleicht auch nur 1 Million habe. Oder 100.000. Da bekommt man ja auch immer noch sehr viele Kommentare. Weil dann bekomme ich einfach 1000 Nachrichten. Danke. Ey, was für, Digga. Aber ich kann noch den Ausgleich machen. Partie gedreht. Jetzt kommt auch noch das 3-1. Boom. Ey, schreibt's mir mal gerne in die Kommentare, wenn ich mal mehr so PvP-Spiele spielen soll oder mal mehr Rocket League. Oder vielleicht auch Roblox. Kann ja sein, ich hab's lange nicht mehr runtergeladen, also Roblox-Videos. Ich bin da immer ganz eurer Meinung. Ja, gut.
der ist richtig nett. Mann, ich dachte, es schießt nach unten. Ich komme jetzt noch mit dem 6-2. Und entschuldigt wirklich, wenn Hintergrundgeräusche kommen. Ich kann das nicht kontrollieren. Das scheint Profi zu sein, weil ich aus dieser Chance kein Tor resultiert habe. Ich weiß, es ist nur ein Bot, aber trotzdem. Das scheint ein Profi-Bot zu sein. Aus solchen Chancen resultiert eigentlich immer ein Tor. 6-2. 6-2. Ja. Ja, geil. 7-2. Was war das für eine Chance? Oh. Jetzt kommt auch noch das 8-2. Wann kommt das 10-2 vor? Hat man sich da... Ah! Oh! Bam! Das war geil. Okay, 6 Minuten. Dann werde ich noch ein Spiel spielen und dann werde ich das Video beenden. Und? Ne, oh. Oh. Schade. Schade, Marmelade. Das war auch so dumm. Ja, da kommt auch das 1-1. Und... Bam! Ah! Ich hab gedacht, so resultiert auch ein Tor. Ja, 2-1. 2-1. Geil. Das 3-1 kommt auch noch hinterher. Bam. Das ist ein Schuss, gegen den du nichts machen kannst. Nicht mal, wenn du Profi bist. Oh, der Schuss war gut. Ob ich mich verstelle in den Videos. Ja, denn ich bin ein bisschen aufgedrehter, wenn ich aufnehme. Aber normalerweise bin ich ganz cool. Ah, 2-3. Aber das heißt ja noch lange nichts. Vor allem wenn diese Situation kommt. Ja, 4-2. Ah, ich liebe es. Ah? Ja, boom. Ein bisschen weg, weil ich es lange nicht mehr gespielt habe und es hat geleckt.
Ich stopp den noch so. Aber damit würde ich das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!